Also ich bin hier in Madrid mit dem Orchester Nacional de España und wir machen ein sehr interessantes Programm, wie ich finde. Das ist Tschaikowski, Romeo und Julia, Pincha Herodiade und Francesca da Rimini von Tschaikowski. Also ich finde die Gegenüberstellung von zwei Tschaikowskis und dem Pincha unglaublich interessant, weil da bewiesen wird, dass die Pincha-Musik genauso auf das Publikum wirkt wie die Tschaikowski-Musik. Herodiade, das ist ein Gedicht von Mallarmé mit einem wahnsinnig schwierigen Sopranpart, den Marisol meisterhaft singt und den sie eigentlich spielt auf der Bühne. Es ist so faszinierend. Der Text ist sehr verschlüsselt von Mallarmé und voller seelischer Einzelheiten, also seelischer Introspektive. Für mich gibt es eigentlich überhaupt nicht neue Musik. Für mich gibt es Musik. Zum Beispiel Pincha ist Musik, genau wie Tschaikowski oder wie Beethoven. Oder. Und ich glaube nicht, dass man die neue Musik irgendwie separat in eine Ecke schieben sollte und dann sagen, das ist jetzt neue Musik und deshalb müsst ihr mal in die neue Musik hineinhören. Nein, man muss sie zusammen mit der anderen Musik sehen. Weder Mozart noch Beethoven noch Tschaikowski noch Pincha wollen die Musik intellektuell dechiffriert haben. Sie wollen die Musik als emotionelles, als Klangerlebnis, als Totalerlebnis empfunden sehen und gehört haben. Als ich Kind war, bekam ich geschenkt den Mikrokosmos von Bartok. Diese roten Hefte, sechs an der Zahl. Und ich konnte es schon spielen, ich konnte auch schon sehr gut vom Blatt spielen. Und dann zwei Stücke, werde ich nie vergessen, die mir einen unglaublichen Eindruck gemacht haben, mehr als die anderen. Das waren die beiden chromatischen Inventionen. Und das waren wirklich zwei Stücke, die nicht tonal sind. Und die haben mich als Kind begeistert. Und ich sehe immer wieder, dass Kinder neue Musik viel schneller aufnehmen und viel lieber eigentlich manchmal hören als eine Eroica. Die Kinder haben kein Vorurteil. Wir alle leben nur von Urteilen und Vorurteilen. Und das ist falsch. Das ist genau verkehrt. Und die Kinder haben das nicht. Ja, insofern behaupte ich, dass jemand, der sich nicht aufschließt der neuen Musik, dass der wirklich mehr als 50% verpasst und dass auch der die alte Musik falsch sieht.